Ja, bevor ich mit dem Vortrag anfange, würde ich gerne mal wissen, ob es hier in der Runde Wissenschaftler gibt. Keine Wissenschaftler, angehende Wissenschaftler auch nicht. Weil ich habe nämlich schon mal einen ähnlichen Vortrag zu einem ähnlichen Thema gehalten an der Universität in einem Hörsaal in Auckland in Neuseeland. Da gibt es einen buddhistischen Studentenclub und die laden einmal im Monat einen Mönch ein, um einen Vortrag zu geben. Und wenn es dann so um die drei Grundlagen der Achtsamkeit oder den siebenfachen Pfad oder solche Dinge geht, dann kommen dann immer so 15 Studenten aus diesem Studentenclub und hören dann zu. Und ich war auch mal eingeladen und das wird immer angekündigt so am schwarzen Brett und dann ist Buddhism scientific. Und dann kamen auch die 15 Studenten von dem buddhistischen Studentenclub. Plus zusätzlich 30 Professoren und die saßen vor mir. So. Ja, da war ich dann schon etwas verschüchtert zunächst, aber die haben mich nicht in Stücke gerissen, wie ihr seht. Also war dann doch ganz nett. Ist das heute schon eher ein Heimspiel? Ja, bei diesem Aufenthalt in Neuseeland, da war ich auch einen Monat lang mit Ajahn Chandoko, einem amerikanischen Mönch, auf Tudong, auf Walkabout, auf der Südinsel. Wir dürfen ja kein Geld benutzen, ohne Geld, kein Essen aufheben, einen Monat lang durch die Südinsel gezogen und eine Nacht waren wir zu Gast in einem tibetischen buddhistischen Zentrum bei zwei westlichen tibetischen Nonnen und da lagen dann Kopien von einem Zeitungsartikel aus dem Times Magazine, das ist so ein, ja, so wie der Spiegel, ein bisschen dünner. Fotos und Nachrichtenmagazin über ein Interview mit dem Dalai Lama herum. Und da laut diesem Artikel hat der Dalai Lama gesagt, alle buddhistischen Lehren, die im Widerspruch zur Wissenschaft stehen, lehnt er ab. Da war ich dann natürlich im ersten Moment schon ein bisschen geschockt. Und, naja, also will er sich da irgendwie anbiedern oder was soll das bedeuten? Also er lehnt alle buddhistischen Lehren ab, die im Widerspruch zur Wissenschaft stehen. Aber dann habe ich ein bisschen nachgedacht und mir gedacht, naja, der Dalai Lama ist schon auch ein Fuchs, weil ist es überhaupt möglich, dass Wissenschaft und Buddhismus sich widersprechen können? Denn schließlich geht es da um unterschiedliche Gebiete, über die Aussagen getroffen werden. Zum Beispiel, wenn man über den Mond spricht, der Mond muss man als Beispiel herhalten. Der Mond, ihr könntet dann einem Astronom sagen, der Mond ist ein Himmelskörper, der sich um die Erde bewegt. Oder ein Geologe könnte sagen, der Mond besteht aus Staub und Kieselsteinen und Spinnweb oder was weiß ich. Und dann ein Meteorologe könnte sagen, der Mond hat eine Wirkung durch seine Schwerkraft auf die Gezeiten und so weiter. Oder ein tibetischer Buddhist oder Buddhist könnte sagen, der Mond ist ein Symbol für Weisheit. Also das sind lauter unterschiedliche Aussagen über den Mond, aber die widersprechen sich nicht, die liegen nicht im Konflikt miteinander. Wobei jetzt die letzte Aussage, der Mond ist ein Symbol für Weisheit, irgendwie nicht so ganz zu den anderen Aussagen passt. Könnte man so jetzt rein aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus sagen, oder? Aussage über Weisheit, das ist irgendwie, ja, klingt nicht so objektiv oder nicht so wissenschaftlich wie die anderen Aussagen. Und der Unterschied liegt möglicherweise daran, dass die anderen Aussagen sind alle etwas im Erleben. Eine Aussage über den Mond. Was kann der Mond? Was macht der Mond? Während die Aussage über Weisheit ist halt eine Aussage über den Erlebensmodus, also die Art und Weise, wie wir erleben. Und das ist schon etwas, was der Wissenschaft eher fern liegt, eher fremd ist, denn die Wissenschaft geht ja von öffentlichen Fakten aus, von Dingen, die wir alle gemeinsam betrachten können, während der Erlebensmodus natürlich eine individuelle Sache ist. Also Buddhismus als etwas, was mit der Wissenschaft übereinstimmt, könnte man vielleicht zumindest sagen, naja, es geht so weit, dass Buddhismus nicht irrational ist. Also wir sind
nicht gezwungen, jetzt unseren Verstand an der Garderobe abzugeben, wenn wir die buddhistischen Lehren studieren, der buddhistischen Lehre nachgehen. Aber ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, wenn so das geflügelte Wort ist, Buddhismus, die Wissenschaft des Geistes oder irgendwie so, oder eine wissenschaftliche Religion oder sowas, dass da verschiedene Dinge gleichgesetzt werden, die nicht so ganz gleichgesetzt werden können. Nämlich auf der einen Seite sagt man, Buddhismus hebt auf Weisheit ab, Weisheit, Rationalität, also man kann sagen Verstand einsetzen, und Objektivität wird in eine Schublade getan und in der anderen Schublade sind dann so Sachen irrational und Glauben und Subjektivität. Und da möchte ich eben jetzt mal ein bisschen so hineinschauen, ob das so stimmt, ob man das so stehen lassen kann. Was man auch beobachten kann, ist, dass im Buddhismus, in der buddhistischen Lehre oder in allen Religionen schon Aussagen getroffen werden, die auch in Gebiete hineingehen von anderen Arten, die Wirklichkeit zu betrachten, Wissenschaft zum Beispiel. Man könnte mal sagen, Kosmologie über die Entstehung der Welt. Das sind im Buddhismus einige Aussagen in den Lehrreden zu finden. Und wir haben da Aussagen in einer Sprache, in einer Terminologie, in einer Ausdrucksweise, die eigentlich in andere Gebiete reingehört. Wenn wir zum Beispiel uns anschauen, im Christentum, da wird gesagt, Gott schuf die Welt an 7 Tagen. Und also ich möchte den Christen durchaus zubilligen, dass diese 7 Tage nicht wörtlich zu nehmen sind. Denn Tage in dem Sinne, wie wir das kennen, ja, was hat das für eine Bedeutung, wenn Sonne, Mond und Sterne noch gar nicht geschaffen sind? Also mit dem Wort Tag ist da sicherlich etwas anderes gemeint. Also vielleicht 7 Epochen oder 7 Abschnitte oder Zyklen oder was auch immer, in denen die Welt geschaffen wurde. Obwohl natürlich im Christentum auch Gruppen existieren, die solche Dinge tatsächlich richtig wörtlich nehmen. Aber da ist dann natürlich auch weniger Verständigungsmöglichkeit mit solchen Leuten, die dann sagen, das ist alles wörtlich zu nehmen. Es gibt ja in der Anthropologie den Begriff des Mythos, also dass eben eine Geschichte erzählt wird in Begriffen unseres Alltagslebens zum Beispiel. Fängt schon in der griechischen Mythologie an, das sind eben irgendwelche Naturgewalten, die halt dann als Personen dargestellt werden, die miteinander verheiratet sind und sich streiten können und sonstiges. Und dann gibt es den Begriff des gültigen Mythos, der bedeutet eben, dass diese Geschichten, die da erzählt werden, jetzt nicht nur Unterhaltungswert haben sollen, sondern eben eine Konsequenz haben, praktisch eine Moral von der Geschichte haben sollen, uns zu einem bestimmten Verhalten oder einer bestimmten Sichtweise oder so was in der Art auffordern sollen. Also das ist ein Mythos. Also wenn man die nicht so ganz wörtlich nimmt, sondern sagt, da wird etwas gesagt in einer Sprache, die auf unsere bildliche oder mit den 5 Sinnen erfahrbare Umgebung auf dem beruht, aber etwas anderes ausdrücken will, was eben jenseits der 5-Sinneswelt liegt, dann spricht man von einem Mythos. Da haben wir es natürlich im Buddhismus fein, weil wir haben viele Lehrreden, wo gesagt wird, der Buddha erinnert sich an so und so viel Zeitalter, in denen das Weltall sich ausdehnte und wieder zusammenzog, expandierte und kontrahierte. Und da liegen wir natürlich voll im Trend der Wissenschaft, ne? Also da besteht dann kein Konflikt, selbst wenn man das jetzt ganz wörtlich nimmt, zwischen dem Mythos oder der Ausdrucksweise in unserem Sprachgebrauch und den Aussagen der Wissenschaft. Aber jetzt mag ich natürlich zu bedenken geben, ja, wie ist es dann mit der Wissenschaft selbst? Welcher Sprache bedient sich die Wissenschaft denn selbst? Ist das nicht auch unter Umständen eine mythische Sprache? Ich habe als Kind, junger Bursch, in Physik haben wir gelernt, ja, vor 120 Jahren gab es einen Niels Bohr, der hat gesagt, die Atome, das ist also so ein Atomkern und da sausen dann die Elektronen rum, so wie die Planeten um die Sonne. Und dann ein paar Jahre später
war das schon nichts mehr. Dann kam dann, ich glaube, Rutherford, wenn ich mich jetzt recht entsinne, er hat gesagt, nee, das ist gar nicht so, sondern das ist so, und dann kommen so Bubbel raus, und das sind so Schalen, und darauf bewegen sich die Elektronen. Und dann wieder ein paar Jahre später kam dann die Quantenphysik, Heisenberg, der hat dann gesagt, die Elektronen, die sind sowieso nirgends, die haben, sind gar nicht richtig, sondern das sind eigentlich nur so Wahrscheinlichkeiten. Ja, dann kann man sich natürlich fragen, ist das jetzt irgendwie eine Sprache, die sich grundlegend unterscheidet von der Sprache der Mythen? Denn das sind ja auch nur, also wenn ich sage, wie Sonne und Mond und das Auspass rum, oder das so kommen so Bubbel raus, das sind ja auch der Versuch, etwas, was jenseits unserer Fünf-Sinneswelt liegt, in einer Sprache auszudrücken, die in unserer normalen Alltagserfahrung liegt. Oder zum Beispiel, wenn ich sage, Krankheiten werden von unsichtbaren Wesen hervorgerufen. Denkt natürlich zunächst jeder mal an irgendwelche animistischen Glaubenssysteme, wo es heißt, irgendwelche Geister dringen in den Körper ein und rufen dann die Krankheiten hervor. Aber diese unsichtbaren Lebewesen können wir auch sagen, naja, das sind Bakterien. Aber Bakterien, das ist ja was ganz anderes. Aber auch das sind letztendlich Begriffe, die unserem Fünf-Sinneserleben nicht zugänglich sind. Aber kommen wir nochmal zur buddhistischen Kosmologie zurück. Zu einer der Stars der Szene in der Wissenschaft, der also, sagen wir mal, so die Top-End-Erkenntnisse an der breiten Masse zugänglich macht, Stephen Hawking. Der ist ja bei buddhistischen Mönchen, war der ja auf der Bestsellerliste vor ungefähr 10, 15 Jahren. Haben wir alle gelesen. Und da war schon erstaunlich, die Parallelen, die da stattgefunden haben zwischen den kosmologischen Erklärungen, wie sie im Digha Nikaya zu finden sind, in einigen Lehrreden, und den Erkenntnissen, die eben Stephen Hawking da präsentiert hat. Also einmal natürlich die Ausdehnung und Kontraktion des Universums, und dann auch, dass nach der maximalen Ausdehnung, das heißt in der Physik der Zustand maximaler Entropie, wenn sich alle Materie in einen Zustand größtmöglichen Chaos oder Unordnung umgewandelt hat und alle Materie dann zu Licht geworden ist. Und wenn sich also das Universum wieder zusammenzieht, dann gibt es nur noch Licht, keine feste Materie mehr. Bis zum nächsten Big Crunch, und dann dehnt sich das Universum wieder in einem neuen Äon aus. Also jetzt mal laienhaft nacherzählt, wie also er das in seinem Buch Die kurze Geschichte der Zeit dargestellt hat. Und genau dasselbe finden wir in der buddhistischen Kosmologie im Digha Nikaya, wo es heißt, wenn sich das Weltall wieder zusammenzieht, sind nur noch Daseinsbereiche des Lichts vorhanden, die sogenannten Abhasara. Daseinsbereiche, das sind also oberhalb der Brahma-Welt, das sind Wesen, die aus Licht bestehen. Und hier kommt jetzt genau der einzige Unterschied zu der Darstellungsweise von Stephen Hawking, nämlich er hat gesagt, ja, wenn es keine Materie gibt, gibt es auch kein intelligentes Leben mehr. Also da ist dann der geniale, visionäre Wissenschaftler doch noch ein bisschen sehr anthropozentrisch, also nimmt so den Menschen als Maßstab, ne, weil wir sind aus Materie. Wenn es keine Materie mehr gibt, gibt es sicherlich keinen Homo sapiens mehr, der mit so einem Fleischklumpen rumläuft und als Körper, sondern dann, ja, entweder man sagt, ich kann mir auch intelligentes Leben ohne sowas vorstellen, aber wie gesagt, Stephen Hawking sagt, da gibt es nur noch Licht und kein intelligentes Leben mehr. Und der Buddha sagt, da gibt es eben nur noch Wesen, die aus Licht bestehen. Ja, Buddhismus aus wissenschaftlicher Sicht. Also ein Weggefährte auf meinem Weg zur Buddha-Lehre waren diese Autoren der neuen Wissenschaften, die dann eben so diese Konvergenztheorie entwickelt haben, die dann eben entdeckt haben, dass da bestimmte Parallelen zumindest bestehen zwischen spirituellen Traditionen und den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft. Friedrich Chopra oder Capra ist wahrscheinlich der bekannteste von denen, aber ich habe auch damals noch einige andere gelesen.
Was interessiert diese Leute überhaupt am Buddhismus, kann man sich da fragen. Warum sagen die, ja, das ist nicht nur alles Aberglaube oder irrational, sondern könnte für uns auch relevant sein. Also was da neu hinzugekommen ist, also ich denke, zu Zeiten von Newton, als er die mechanischen Gesetze unser Weltbild bestimmt haben, ne? Schwerkraft und Hebelgesetz und Federkonstante und all das, also diese ganz einfache Physik. Zu der Zeit war für Gott vielleicht nur noch Platz in dieser Art zu denken als Schöpfer dieser Gesetze. Aber es gab damals Physiker oder waren es Philosophen, das weiß ich nicht mehr, die gesagt haben, wenn wir alle Massen wüssten und alle Impulse, also alle Kräfte, alle Bewegungen wüssten zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann könnten wir die Zukunft vorhersagen. Das ist das deterministische, mechanistische Weltbild, das nur aus Hebelgesetzen und Schwerkraft und solchen Dingen besteht. Allerdings kamen dann eben diese neuen Zweige der Wissenschaft wie Relativitätstheorie und Quantenphysik, wo dann das nicht mehr ausgereicht hat. Und der Überschneidungspunkt ist eben, ich weiß nicht, einige von euch waren da bei dem Vortrag über Karma, wo ich ein paar Sutta-Passagen vorgelesen habe, wo es hieß, der menschliche Wille ist Bedingung für spirituelle Praxis, die Entscheidungsfreiheit, in jedem Moment eine Richtungsänderung vornehmen zu können. Es ist unabdingbar für jede spirituelle Praxis, für jede wahre spirituelle Praxis. Es gibt natürlich auch Fatalismus und so Lehren, die sagen, es ist alles vorherbestimmt und so weiter. Aber das ist ja genau das, was der Buddha eben zurückgewiesen hat. Er hat gesagt, das ist keine wirkliche spirituelle Praxis. Denn mit so einer Herangehensweise kann kein Fortschritt stattfinden. Und hier kommen diese neuen Wissenschaften, die sagen, ja, der Beobachterstandpunkt spielt eine gewisse Rolle. Der menschliche Wille spielt eine gewisse Rolle dafür, wie sich die Welt mir darstellt. Und dann natürlich ist auf einmal sehr viel Platz wieder für das, was über das rein Materielle hinausgeht. Und dann haben wir natürlich im Hinduismus und im Mahayana den Begriff von Leerheit sehr stark angewendet auf Materie auch. Auf den enormen Platz, der ist zwischen den einzelnen Partikeln, die die Wissenschaft jeweils entdeckt hat. Vor kurzem habe ich gehört, dass sie irgendwie versucht haben, zwischen Elektronen, aber das kann natürlich jetzt auch eine sehr laienhafte Wiedergabe sein, und Atomkern zu schauen, ob da in diesem Raum noch irgendwas ist. Und plötzlich haben sie dann irgendwelche Teilchen entdeckt. Und dann haben sie entdeckt, dass die Teilchen nur dadurch entstanden sind, dass sie nach ihnen gesucht haben. Und dann als abgeklärter Buddha-Schüler sagt man, naja, überrascht mich nicht, dass unsere Wirklichkeit vom Geist mitbestimmt wird. Also ein gewisses Interesse der Physik an der buddhistischen Lehre. Im Theravada-Buddhismus sagen wir natürlich auch, dass die Materie leer ist von unabhängiger Existenz. Allerdings sagen wir auch, so what? Spielt keine besondere Rolle, also kein Grund, sich besonders darüber aufzuregen. Was eben viel interessanter ist, ist die Leerheit von einem selbst. Aber das ist jetzt heute nur am Rande das Thema sein. Die Fakultät, der Hörsaal, wo ich den Vortrag in Auckland gehalten habe, das war die medizinische Fakultät. Was würde denn ein Medizinmann in der Buddha-Lehre finden? Der würde finden, in diesem Körper gibt es Haare, Borsten, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Fell, Milz, Lunge, Magen, Darm, Speisebrei und Kot. Also ich vermute jetzt mal stark, ein Medizinmann wäre jetzt von der Buddha-Lehre weit weniger fasziniert als ein Physiker. Aber ich habe, bevor ich Mönch geworden bin, war ich Krankenpfleger und in der Ausbildung zur Krankenpflege hatten wir auch Geschichte der Medizin und Geschichte der Krankenpflege.
Und ich kann euch versichern, zur Zeit des Buddha wussten die bereits mehr über den Körper als das. Also es gibt da selbst im Vinaya gibt es einen Bericht über das Leben vom Leibarzt des Buddha, der hat bereits Gehirnoperationen, der hat Gehirntumoren bereits operiert. Und interessanterweise bei der klassischen Liste der Körperteile, die ich gerade angefangen habe zu rezitieren, in der Urfassung ist das Gehirn überhaupt nicht erwähnt. Das wurde dann später noch drangehängt. So als kleiner Nachgedanke. Was würde denn die Psychologie im Buddhismus finden? Da habe ich jetzt hier ein Zitat. Da betrachtet jemand Gestaltungen als selbst. Diese Betrachtung aber ist eine Gestaltung. Einem nicht unterrichteten Weltling, der von Unwissenheitskontakt erzeugtem Gefühl berührt wird, ist Begehren entstanden. Von dort ist jene Gestaltung geboren. Somit aber ist jene Gestaltung unbeständig, gestaltet, abhängig entstanden. Und auch dieses Begehren ist unbeständig, gestaltet, abhängig entstanden. Und auch dieses Gefühl ist unbeständig, gestaltet, abhängig entstanden. Und auch dieser Kontakt ist unbeständig, gestaltet, abhängig entstanden. Und auch diese Unwissenheit ist unbeständig, gestaltet, abhängig entstanden. Also ich kenne nicht allzu viele Psychologen, aber ich kenne eine Psychologin, die uns damals in meiner Krankenpflegeausbildung in Psychologie unterrichtet hat. Ich kann euch sagen, die könnte damit nichts anfangen. Eine kleine Anekdote. Also ich war ja sowieso praktisch der Einzige in der Klasse, den das wirklich interessiert hat, was die uns jetzt da versucht hat beizubringen. Und also die war echt klasse. Da hat dann einer mal gefragt, ja Frau so und so, warum kommen Sie manchmal so knallrot angezogen und manchmal komplett in grün? Da sagt sie, ja, ich will eine bestimmte Wirkung auf euch ausüben. Also das war so eine richtige Wissenschaftlerin. Und dann habe ich sie mal, nachdem sie uns über Wahrnehmungstheorien und so weiter das alles erklärt hat, und ich fand das auch alles sehr interessant, habe ich mal ganz, ganz unschuldig gefragt, wo kommt denn da die Weisheit ins Spiel bei diesem Modell? Und dann ist die explodiert, da ist die richtig zur Furie geworden. Das hier ist Wissenschaft! Und also was ich jetzt da wollte, also als ob Weisheit jetzt irgendwie was völlig Unwissenschaftliches und Abergläubisches wäre. Also das nur zu dem Thema, ja, ist dann Buddhismus denn die Wissenschaft vom Geist? Denn die Wissenschaft vom Körper ist ja offensichtlich nicht, wenn der Körper eben relativ grobschlächtig und nur in 32 Scheibchen präsentiert wird. Weisheit definiert sich als Wissen und Schauung, also Wissen und Schauen. Oder wie Ayakema hat immer gesagt, erkanntes Erleben. Also da kommen zwei Dinge zusammen. Einmal das Erleben und Wissen, worum es sich dabei handelt. Und in vielen Suttas dann auch noch der Zusatz Yathabhutam, gemäß dem, wie es geworden ist. Oder wirklichkeitsgemäß, könnte man auch sagen, wirklichkeitsgemäß. Aber das Wort wirklichkeitsgemäß, wörtlich übersetzt, entsprechend dem, wie es geworden ist. Also, dass da keine konstante, unveränderliche Wirklichkeit ist, sondern so, wie es im Moment geworden ist. So wird es gesehen, erlebt und so wird es erkannt. Wissen und Schauung von was? Naja, von allem halt. Von Gott und der Welt sozusagen. Oder von der Welt, von unserem Dasein, von unserem gesamten Erleben. Das hatten wir, glaube ich, letzten Samstag. Was der Unterschied zwischen Realität und dem, was es gibt, und dem Erleben, falls es da überhaupt einen Unterschied gibt. Also das ist das, was unsere Welt ausmacht. Und nach der Buddha-Lehre haben wir dann eben das System von den 5 Khandhas zum Beispiel. Und wenn wir von 5 Upadana-Khandhas sprechen, von den 5 Erlebensaspekten, an denen festgehalten wird, dann kommt da noch das Ich irgendwie mit ins Spiel. Aber ich will jetzt erst nochmal zurückgehen zur Wissenschaft. Wie schaut denn die Wissenschaft sich alles an? Wie schaut sich die Philosophie alles an? Also da ist immer ein Bestreben da, ein System zu finden, mit dem sich alles erklären lässt. Die Wissenschaftler versuchen das, die Mathematiker versuchen das, die Philosophen versuchen das.
Und jetzt mal ganz abgesehen davon, dass Wissenschaft immer eine Annäherung ist, wie mir ein neulich hier als Gast war, der Wissenschaftler mitgeteilt hat und versichert hat, der war Meeresbiologe, der hat gesagt, das, was wir machen, ist im Prinzip nur eine Annäherung. Wir versuchen irgendwie der Wahrheit auf die Spur zu kommen, dem wie alles ist, aber es ist nur eine Annäherung an die Wahrheit. Und abgesehen davon, mit jeder gelösten Frage kommen 10 neue Fragen auf. Und er hat dann so spannende Sachen erzählt, wie 2 Meeresbiologen sitzen im Flugzeug und zählen Wale. Und nur die, die beide gesehen haben, die gelten dann als objektiv verifizierte Wale, sozusagen. Denn zählen ist natürlich schon, gucken ist ja noch nicht so richtig wissenschaftlich, deswegen mussten es immer 2 sein. Ja, das waren nur jetzt so am Rande bemerkt. Also abgesehen davon, dass es alle wissenschaftlichen Erkenntnisse nur eine Annäherung sind und dass ein Ende nicht zu finden ist von der Methodik her. Es gibt kein System, das alles umfasst und gleichzeitig widerspruchsfrei ist. Die ersten, die das entdeckt haben, waren vermutlich die Philosophen. Also Hegel war der große deutsche Philosoph, der versucht hat, ein Denksystem zu schaffen, in dem sich alles denken lässt. Und dann einer seiner frühen Schüler, Søren Kierkegaard, wurde dann zu seinem Gegner, weil der dann festgestellt hat, dass das völliger Humbug ist. Dass der dann halt immer Lücken hatte und die versucht hat, dann auszufüllen. Ein Mathematiker, ein deutscher Mathematiker, wenn ich mich nicht täusche, namens Gödel, der hat ein System sich ausgedacht, mit dem sich etwas ausdrücken lässt in Zahlen, in mathematischen Formeln. Du weißt da vielleicht mehr drüber als ich, David. Und der hat auch festgestellt, dass es nicht möglich war, ein mathematisches System zu finden, mit dem sich alles ausdrücken lässt, was widerspruchsfrei ist. Und zwar kam die ungültige Gleichung dann rein, wenn das System versucht hat, etwas über sich selbst auszusagen. Das war auch, glaube ich, in den 80er Jahren, war das Kultbuch Gödel-Escherbach. Das war noch, bevor ich mich für Buddhismus interessiert habe. Ja, die Physik. Bei der Physik merkt man das nicht so, weil die Physiker oft sehr speziell ihre kleinen Forschungsgebiete haben und da sehr ins Detail gehen, da merkt man oft nicht so, dass dieses Problem, dass man keine komplette Aussage über die Welt machen kann, die widerspruchsfrei ist. Diejenigen, die so mehr das große Ganze im Sinn haben, die haben das schon festgestellt, dass sich zum Beispiel die Relativitätstheorie und die Quantentheorie nicht unter einen Hut bringen lässt. Gab einige Versuche, es gab den Versuch der Grand Unified Theory. Das ist ein schönes Akronym, also auf Englisch GUT, also auf Deutsch gut, und auf Englisch GUT, das bedeutet also das Innere, bedeutet Eingeweide, aber bedeutet auch Mut, also Mut denkerischer Art, da an die Grenzen zu stoßen. Aber selbst die konnten eben dieses Problem nicht lösen. Immer dann, wenn das System versucht, eine Aussage über sich selbst zu machen, tritt der Widerspruch auf. Und jetzt sind wir genau da, wo die Buddha-Lehre auch was zu sagen hat. Denn das System, mit dem sich die Buddha-Lehre beschäftigt, ist der Erlebende selbst. Der Buddha hat gesagt, meine Lehre ist für den, der fühlt, meine Lehre ist für den, der erlebt. Dem ging es nur darum, um das Individuum, um den Erlebenden. Und in dem Moment, wo der Erlebende versucht, eine Aussage über sich selbst zu machen, über sich als Subjekt, kommt der Widerspruch auch zutage. In dem Moment, wo ich sage, ich bin, habe ich bereits einen logischen Fehler gemacht, also einen Widerspruch geleistet. Denn ich ist immer das Subjekt. Das ist derjenige, der auf der Seite von der Glasscheibe ist. Und alles, was wir beobachten, unsere Welt, ist auf der anderen Seite der Glasscheibe. Und wenn ich sage, ich bin, habe ich bereits eine Aussage getroffen über dieses Subjekt und habe es somit zum Objekt gemacht. Und das ist natürlich der Knackpunkt, an dem die Philosophen entweder immer ausgewichen sind oder sich dem gestellt haben, aber keine Lösung gefunden haben, die Existenzphilosophen. Ich bin, aber was bin ich?
und dieser Drang, etwas zu finden, was ich bin, und dieser Widerspruch, der in dem Moment auftaucht, wenn ich versuche, etwas zu finden, dieser Widerspruch, diese Reibung, die hat der Buddha mit einem Wort benannt, nämlich Dukkha, Leiden. In der Buddha-Lehre haben wir keine Trennung von Welt und Ich. Wir haben die Lehre von den fünf Khandhas und Anhaftung an diesen fünf Khandhas, die Khandhas, Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein sind fünf Aspekte, die in all diesem drinstecken, in unserer Welt, in unserem Erleben. Und das Ich, wo in diesem Spiel taucht das Ich auf? Es hat ein buddhistischer Schriftsteller mal, ein Denker, ein Mönch, als Parasiten genannt. Die Anhaftung an diesen fünf Khandhas ist das, was das Ich erscheinen lässt. In diesen fünf Khandhas irgendwo. Und er hat gesagt, es ist wie ein Parasit, sitzt es auf diesen fünf Khandhas drauf. Und diese fünf Khandhas, an denen angehaftet wird, an denen irgendwo dieses Ich auftaucht, oder darin hat der Buddha gesagt, das ist Leiden, das ist Dukkha. Und das ist etwas sehr, sehr Subjektives. Jetzt komme ich wieder auf meine Ausbildung zum Krankenpfleger zurück. Da habe ich wirklich sehr viel gelernt, was ich jetzt brauchen kann. Kommt in fast jedem Vortrag was vor. Die Definition der Weltgesundheitsorganisation von Krankheit, von Leiden, lautet körperliches, geistiges, seelisches und soziales Unwohlsein. Das ist eine Definition, die sich im Kreis dreht. Leiden ist Leiden. Das ist lediglich eine Aufzählung. Aufgliederung in vier, das ist natürlich politisch korrekt und sehr progressiv zu sagen, auch soziales Leiden ist eine Art Krankheit. Ja, also wenn ich von anderen gemobbt werde, dann ist das auch eine Art Krankheit. Da leide ich auch drunter. Aber diese Definition dreht sich im Kreis, weil sie definiert Leiden als Leiden. Sie definiert etwas Subjektives in einer Begrifflichkeit, die subjektiv ist. Und eine Definition hat ja den Anspruch, objektiv zu sein. Eine Definition dient ja dazu, dass ich anderen was erklären kann und die schauen sich das an und bekommen dann die gleiche Information, die mich zu dieser Definition gebracht hat. Und das kann diese Definition nicht leisten. Sie sagt, Leiden, Krankheit ist Leiden, ist Unwohlsein. Also kann dem Subjektiven nicht entgehen. Und was ist überhaupt diese Subjektivität? In welcher Form können wir die überhaupt etwas drüber sagen? Also wir können sie mit nichts identifizieren. Das ist ja der Knackpunkt der Buddha-Lehre, der sagt, egal was ihr euch an Dingen raussucht, die sind alle nicht selbst. Also wir werden nichts finden, womit wir dieses Subjekt identifizieren können. Aber wir können trotzdem was sagen. Nämlich, es ist bedingt entstanden. Wir können nicht sagen, dieses Ich gibt's gar nicht. Hat der Buddha nie gesagt. Mich gibt's gar nicht oder sowas. Sondern er hat gesagt, die Persönlichkeitsansicht, der Persönlichkeitsdünkel ist bedingt entstanden. Ist von Bedingungen abhängig. Ist in einem Beziehungszusammenhang. Ist das Einzige, was wir darüber sagen können. Und das ist die Lehre von Paticca-Samuppada. Diese Lehre von Paticca-Samuppada ist übrigens die zweite Ursache, die zweite edle Wahrheit, die Ursache von Leiden in ausführlicherer Form. Weil, das sage ich jetzt nur als kleiner Nebengedanke, weil manchmal das so dargestellt wird, Paticca-Samuppada, das ist bedingte Entstehung, ist, wir sind alle miteinander verbunden oder sowas, also so ein bisschen was, als was Positives dargestellt wird. Paticca-Samuppada ist etwas, was wir überwinden wollen. Wir wollen den Prozess umkehren. Diese Bedingung, die zu dieser Vorstellung steht, führt, dass ich da in dieser Welt bin und als Besitzer oder als Erleber dieser Welt, diese Struktur wollen wir umdrehen. Das ist dann die dritte edle Wahrheit, das Aufhören von Leiden. Also, die Buddha-Lehre ist von ihrem Wesen nach rein auf das Subjekt abzielend. Wir müssen versuchen, diesen Zusammenhang, der zu dieser Subjekthaftigkeit führt, erkennen. Wir können das Subjekt nicht identifizieren, sagen, es ist das. Und das ist ein großer Unterschied, also es ist nicht ein großer Unterschied, das ist ein grundlegender Unterschied zur Wissenschaft.
Die Wissenschaft ist objektiv, soweit es Objektivität überhaupt gibt, oder versucht objektiv zu sein, und das auch mit Recht. Also wir brauchen eine Auseinandersetzung mit unserer Welt in dieser Form. Wir brauchen dieses wissenschaftliche Paradigma. Experiment ist ja eine der Methoden der Wissenschaft. Experimente müssen wiederholbar sein, die müssen unabhängig sein von dem, der sie ausführt und so weiter. Wenn das nicht gegeben wäre, dann könnte man keine Medikamente herstellen. Ja, es muss, wenn ich Kopfschmerzen habe, muss ich wissen, aha, unabhängig jetzt von einem Beobachter, wenn ich die Tablette nehme, hören meine Kopfschmerzen auf. Das ist der Platz, den die Objektivität in unserer Welt hat. Hat ihren Platz, hat ihre Berechtigung. Nur eben hat ihren Platz nicht, wenn wir die Buddha-Lehre verstehen wollen. Das kann man natürlich sagen, die Quantenphysik gibt es ja jetzt, wo die festgestellt haben, ob jetzt dieses Teilchen eine Welle oder ein Teilchen ist. Das hängt von dem Beobachter ab. Also wir determinieren sozusagen das Ergebnis unserer Beobachtung dadurch, dass wir beobachten. Das ist richtig. Also die Quantenphysik hat ein Weltbild, in dem es den Beobachter gibt, aber versucht natürlich auch, dieses Weltbild objektiv von außen zu sehen, als Weltbild. Der Denker, den ich vorhin angesprochen habe, das ist der ehrwürdige Jnanavira, mache ich gleich mal Werbung für das Buch, was ich übersetzt habe, das beim Remo verlegt ist, der Werbeblock, der hat gesagt, die Quantenphysik versucht den Stall abzuschließen, nachdem die Pferde bereits geklaut sind. Also sozusagen eine Nachbesserung. Aber die Nachbesserung schafft natürlich das grundlegende Problem der Objektivität nicht aus der Welt. Ein anderer Unterschied von Wissenschaft und Buddhismus ist eine Tatsache, auf die ein Mönch aus Thailand, den ich sehr schätze, Prapayuto, immer wieder hingewiesen hat. Wissenschaft ist wertfrei. Das wird immer so ein bisschen als etwas Positives dargestellt. Wissenschaft hat keine Werte. Aber um Leiden in der Welt zu beseitigen, muss man Werte haben. Ethische Werte zum Beispiel. Also es gibt da, die Buddha-Lehre umfasst mehr Ebenen. Die fängt an mit Konventionen. Das sind Übereinkünfte, wie man die darüberliegende Ebene der Werte erfüllen kann. Also Prapayuto, von dem habe ich das Beispiel, der sagt, Konvention ist, in Amerika fährt man auf der rechten Seite, in England fährt man auf der linken Seite Auto. Der Wert ist, man will nicht zusammenstoßen, man will Harmonie im Straßenverkehr haben. Die tun das Gegensätzliche, haben aber die gleichen Werte. Die Buddha-Lehre geht darüber noch hinaus. Die vier edlen Wahrheiten von Dukkha, von Leiden, dem Ursprung, dem Aufhören und dem Weg dahin, liegt jenseits der Werte. Die Werte bewegen sich in der Welt, die vier edlen Wahrheiten, die Buddha-Lehre geht dahin, selbst Werte noch zu transzendieren. Also der Wunsch, mögen alle Wesen glücklich sein, frei von Leid sein, ist bereits etwas, was über die Werte hinaus zielt zumindest. So, jetzt habe ich versucht darzulegen, dass die Buddha-Lehre eben keine Wissenschaft ist. Aber wenn jemand genau aufgepasst hat, das war eigentlich nicht das Thema, wie der Vortrag angekündigt war. Das Thema lautet Buddhismus eine Wissenschaft? Fragezeichen. Und da schaut die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Also unter dem Wort Buddhismus kann man einerseits die Praxis der Buddha-Lehre verstehen, die Auseinandersetzung mit der Buddha-Lehre, aber noch einiges andere auch. Denn der Buddha hat ja seine Lehre dargelegt. Er hat Dhamma und Vinaya gelehrt, nicht Buddhismus. Und Buddhismus gibt es einmal als wissenschaftliches Studienobjekt an der Universität. Da können Leute also Buddhologen werden. Es gibt einen, den ich sehr schätze, der Dr. Schumann. Der hat sich, glaube ich, nach Ende seiner akademischen Karriere geoutet in einem Interview, hat gesagt, ja, ich bin auch Buddhist. Aber er konnte das, während er noch aktiv an der Uni war, nicht zugeben, weil sonst hätten sie ihn als Amateur eingestuft. Jemand, der befangen ist, jemand, der sozusagen mit dem Herzen an der Buddha-Lehre hängt,
der kann ja nicht sich objektiv mit der Buddha-Lehre, mit dem Buddhismus auseinandersetzen. Also solange er Akademiker war, war nie klar, ob er wirklich auch Buddhist ist oder nicht. Es gab Leute, die gemunkelt haben, er ist ja Buddhist ist und also ja, tatsächlich hat er dann auch zugegeben. Aber es gibt dann auch so ein paar nette Blüten, wie zum Beispiel Leute, die dann studieren, die Schriften, sagen, ja, da gibt es also diese verschiedenen Sätze von Ordensregeln und vergleichen die dann, also die verschiedenen buddhistischen Schulen und schreiben dann in ihrer wissenschaftlichen Arbeit, ja, und dann sitzen die Mönche zusammen und rezitieren gemeinsam diese Ordensregeln. Also das sind dann wirklich so kleine Anekdoten und Stilblüten, die zeigen, dass Wissenschaft dann wirklich sehr, sehr weit entfernt sein kann in ihrer Objektivität von dem, was tatsächlich stattfindet. Denn jemand, der nur ein einziges Mal als Amateur in einem Kloster war bei der Patimokkha-Rezitation, weiß, dass immer nur ein Mönch die Patimokkha rezitiert. Sonst würde das stundenlang dauern. Muss nämlich sehr schnell gehen. Oder etwas, was im Moment auch populär ist, ist die Askeseforschung. Da gibt es also Leute, die machen sich selbst zum Experten in Sachen Asketentum, monastisches Asketentum. Ne? Wir haben ja außer diesen Regeln gibt es ja noch so verschiedene Zusatzübungen, die in der Waldtradition zum Beispiel teilweise zum normalen Lebensstandard dazugehören, die so eine gewisse Form der Askese darstellen, zum Beispiel aus der Schale zu essen. Und da gibt es Leute, die das studieren, die kennen sich voll aus damit. Aber im Grunde gibt es nur tatsächlich eine Möglichkeit, ein Experte zu werden darin, nämlich indem man das einfach praktiziert. Etwas anderes, was jetzt im Moment populär ist an wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit der Buddha-Lehre, das ist nicht so im Trend, dass man fast einen Namen dafür erfinden müsste. Das ist weil jetzt immer mehr archäologische Funde stattfinden von Schriften, die einem Fragmente von einem Kanon enthalten, der möglicherweise aus der gleichen Zeit stammt wie der Pali-Kanon. Also die Buddha-Lehre ist ja überliefert in allen möglichen Schriften. Davon ist der einzige vollständige Schriftensatz der Kanon, auf dem die Theravada-Tradition beruht, der Pali-Kanon. Und jetzt gibt es eben Rückübersetzungen von chinesischen Übersetzungen, von einer Sanskrit-Übersetzung, von Schriften, die aus dem gleichen Zeitalter stammen wie der Pali-Kanon. Und die werden jetzt verglichen. Und dann haben sie jetzt, glaube ich, irgendwelche Birkenrindenmanuskripte gefunden von noch einem anderen Kanon, der auch aus der gleichen Zeit stammt wie der Pali-Kanon. Und dann wird miteinander verglichen. Und dann ziehen die den gemeinsamen Nenner und versuchen so der Buddha-Lehre, der wahren Essenz der Buddha-Lehre auf die Spur zu kommen. Ich habe vorhin gesagt, Weisheit und Objektivität und Rationalität wird in einen Topf geworfen und auf der anderen Seite Vertrauen, Irrational und Subjektivität. Dass also das mit subjektiv und objektiv nichts zu tun hat, habe ich versucht darzustellen, dass man durchaus rational vorgehen kann, um dem Subjekt auf die Spur zu kommen, dem Ich, dem, der hinter dem Erleben steht, habe ich versucht darzustellen. Aber wozu ich noch nichts gesagt habe, war, dass Vertrauen in die Buddha-Lehre absolut notwendig ist. Das ist kein Gegenpol, kein Widersacher zu Weisheit, sondern das ist der Partner von Weisheit, ist Vertrauen. Nicht Glaube, nicht glauben, dass es jungfräuliche Geburt. Ja. Auch eine kleine Anekdote, wird ja manchmal gesagt, ja, ihr Buddhisten, ihr habt das ja auch, nur weil die Königin Maya, die Mutter vom Buddha, die hat ja geträumt, dass dann dieser weiße Elefant kam. Aber das ist also ein Missverständnis. Der Buddha ist auf ganz konventionellem Weg gezeugt worden. Also die haben es ganz normal gemacht. Seine Mutter war keine Jungfrau, das wollte ich jetzt nochmal ganz nebenbei anmerken. Ich rede jetzt nicht vom blinden Glauben, sondern ich rede vom Vertrauen, was notwendig ist, um eine Lehre praktizieren zu können. Ich habe gesagt, es geht um Subjektivität, es geht um die Bedingtheit des Subjekts. Das ist etwas, was wir aufgrund dieser Struktur, ich will jetzt nicht einen Vortrag über Paticca Samuppada halten, nicht sehen können. Also die Spielregeln
nach denen wir an der Welt anhaften, die Spielregeln, nach denen wir ein Ich in der Welt haben, einen Parasiten auf unserem Erleben, auf unserer Welt haben. Diese Spielregeln machen es auch unmöglich, jetzt rein mit wissenschaftlichen, objektiven Methoden diese falsche Sichtweise auszuhebeln. Und wir brauchen jemanden, der außerhalb steht, der uns praktisch, der auf festem Land steht und uns die Hand reicht, um uns aus dem Sumpf rauszuziehen. Wir können uns nicht selber an den Haaren aus dem Sumpf herausziehen. Und dafür ist Vertrauen notwendig. Und dieser Versuch, eine historische Perspektive in die Dhamma-Praxis hineinzubringen, ist tödlich. Also es ist jetzt hier, glaube ich, niemand anwesend, der da auf sowas abfährt, aber es gibt Leute, wir kennen Leute, die auf diese historische Herangehensweise abfahren. Es ist tödlich für Vertrauen, wenn ich sage, ich muss erst historische Beweise finden, ich muss was vergleichen, ich muss das studieren, bevor ich was praktizieren kann. Und einer von diesen Spezialisten, der hat eine Theorie erfunden und der kennt natürlich auch die Grand Unified Theory, die GUT, und er wollte die dann Grand Unified Sutta Theorie nennen, GUST, aber das bedeutet auf Englisch eine Windböe, also das war ihm dann irgendwie zu windig. Na, jetzt hat er es dann GIST genannt. GIST ist sozusagen des Pudels Kern, die innere Essenz, die wahre Bedeutung. General Integrated Sutta Theory, GIST. Und der hat sich, man könnte natürlich auch sagen, größenwahnsinniges intellektuelles Spekulantentum, GIST. Denn sich selbst die Aufgabe zu stellen, anhand von Fragmenten, zum Beispiel Satipatthana Sutta zu rekonstruieren, das ist schon wagemutig, würde ich mal sagen. Aber ihm macht es ja nichts, weil er ist ja ein Gelehrter. Aber jetzt sagen wir mal, wenn ich jetzt wirklich versuche, die Buddha-Lehre zu praktizieren, dann kann ich mit solchen historischen Beweisen nichts anfangen. Es gibt nur eine Prüfung, mit der wir feststellen können, ob die Buddha-Lehre authentisch ist. Und das ist nicht die historische Herangehensweise. Es ist nicht die, man historisch ist auch eine Art von Wissenschaft, sondern es gibt nur eine Art, das zu überprüfen. Und da ist zum Beispiel in Majjhima 27 beschrieben, da gibt es das schöne Gleichnis von der Elefantenspur und dem Förster, der der Spur folgt und er sieht die Spur und zieht an seine Schlüsse, aber er kann sich erst dann wirklich sicher sein, dass das die Spur von einem Elefantenbullen ist, wenn er den Elefantenbullen sieht. Und der Buddha sagt, genauso kannst du dir nur dann sicher sein, dass der Tathagata wirklich ein Buddha ist und dass die Lehre wirklich authentisch ist und funktioniert, nämlich wenn du sie praktiziert hast. Und der Standard, der in der Lehrerrede gegeben wird, ist relativ hoch. Also die ersten Spuren sieht man dann, wenn man die Jhanas praktiziert. Und wenn man den Pfad zur Verwirklichung erreicht hat, dann sieht man den Elefantenbullen immer noch nicht, sondern erst dann, wenn man die Frucht der Befreiung erlangt hat. Also der Standard liegt deutlich höher als irgendwelche textkritischen Untersuchungen. Es wird manchmal gesagt, der Buddha war ein Vibhajjavada, einer, der analysiert, einer, der nicht einfach kategorisch sagt so oder so, sondern der zerlegt und analysiert. Und das wird manchmal so verstanden, als ob man durch intellektuelle Schleue, durch Cleverness, durch reines Nachdenken irgendwie auf einen grünen Pfad, auf einen grünen Zweig da kommen würde. Natürlich hat der Buddha analysiert und natürlich hat er nicht mit der Holzhammermethode gelehrt. Aber wir müssen uns immer eins vor Augen halten. Wenn wir versuchen, Analyse zu betreiben, zu separieren, das ist gut, das ist schlecht, dann wird unsere Analyse so lange die Analyse von Weltlingen sein, solange wir Weltling sind. Wenn wir Arier sind, wenn wir Edle sind, stromeingetretene aufwärts, dann wird unsere Analyse die Analyse von Edlen sein. Wenn wir den Pfad zu Ende gegangen sind, wenn wir Arahant sind, dann wird unsere Analyse die Analyse von einem Arahant sein. Ich möchte in dem Zusammenhang noch daran erinnern, dass der ehrwürdige Ananda, der kannte die ganzen Suttas auswendig und der war bereits ein Edler. Und der hatte die Qualifikation noch nicht für das Redaktionsteam des ersten Konzils, wo die Buddha-Lehre, die wir im Pali-Kanon haben,
festgehalten wurde. Er hat es dann allerdings noch gepackt in der Nacht vorm ersten Konzil, wo dann Allerhand. Und dann war seine Analyse auch die eines Allerhands, um die Lehre auch in Begrifflichkeit korrekt darlegen zu können. Also eine gewisse, ich will nicht sagen Misstrauen gegenüber Intellekt. Der Buddha hat Nachdenken, gründliches Nachdenken, intelligentes Nachdenken, Nachforschen durchaus gepriesen. Aber wir müssen immer bedenken, solange wir noch die Brille der falschen Sichtweise aufhaben, wird das Ergebnis unserer Analyse notwendigerweise auch immer falsch sein. So, das jetzt zu dieser neuen Richtung. Es gibt das Gleiche gibt's auch für Vinaya, also wo dann so Vinaya-Forschungen angestellt werden. Ich will noch nachschicken, ich will nicht bestreiten, dass man im Pali-Kanon rumgemacht worden ist. Also später, als er niedergeschrieben wurde, haben sich bestimmt Fehler eingeschlichen. Aber wie gesagt, mit Textanalyse werden wir nicht rausfinden, ob das authentisch ist oder nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, die habe ich genannt, um rauszufinden, ob sie authentisch ist. Und wenn wir das dann herausgefunden haben, dann ist es auch schon egal. Es gibt aber noch neben diesen neuen Tendenzen eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Buddha-Lehre, die schon sehr alt ist. Und das ist das Gelehrtentum, die Scholastik. Beruht aber letztendlich auf dem gleichen Prinzip, dass man versucht, etwas zu objektivieren. Das sind so die Schriften des Abhidhamma, das sind die Schriften der Kommentare, die hunderte, Jahrhunderte nach dem Buddha entstanden sind. Was die alle gemeinsam haben, ist ebenso wie die Herangehensweise der Wissenschaft, dass man versucht, oder nicht versucht, dass einfach das Subjekt außen vor gelassen wird. Man versucht, dem Problem des Leidens dadurch auf die Spur zu kommen, indem man sagt, naja, der Geist besteht aus 108 Faktoren, da gibt es heilsam und unheilsam und Impulsmomente und dann gibt es so und so viel Bedingungszusammenhänge und listet die alle auf. Aber statt sie auf das eigene Erleben anzuwenden, wird es zum reinen Studienobjekt. Und wenn ich so mein Innenleben sozusagen als Studienobjekt da draußen hin habe, dann ist es wieder auf der anderen Seite der Glasscheibe. Dann wird es in dem Moment zur Welt. Dann bin ich dem Problem des Ich, das leidende Ich, das leidende Subjekt, elegant aus dem Weg gegangen. Ich will jetzt nicht näher auf Abhidhamma eingehen, nur vielleicht ganz kurz noch sagen, warum ist es so? Warum halten wir nicht die Suttas hoch und versuchen die auf unser Herz anzuwenden und Befreiung zu erlangen? Warum kriegen Mönche und Nichtmönche einen Kick daraus, aus dem Dhamma ein Studienobjekt zu machen? Hat mal ein englischer Schriftsteller gesagt, ein Gelehrter fühlt sich nur dann sicher, wenn er gewiss sein kann, dass sein Studienobjekt tot ist und nicht eines Tages aufstehen wird und ihm in die Augen schauen wird. Auch ein nettes Zitat. Also einmal natürlich ganz klar der historische Verfall. Die Dhamma-Praxis hat abgenommen in dem Sinn, dass diejenigen, die Erfolg haben mit der Praxis, die authentisch für sich selbst wissen, was jetzt die echte Buddha-Lehre ist, immer weniger werden. Aber Buddhismus als etablierte Religion halt immer mehr geworden ist. Und der Buddha ja selber schon gesagt hat, wenn der Höhepunkt erreicht ist in materiellem Zugewinn, an Gelehrsamkeit, an Ruhm, dann wird es zur Degeneration führen. Also immer mehr Leute, die buddhistischer Mönch werden wollten, aber immer weniger, die dann tatsächlich auch die Praxis machen wollten oder konnten. Und was macht man dann? Naja, dann, man will ja trotzdem irgendwie Bescheid wissen und man will ja irgendwie das Thema im Griff haben, dann macht man es halt zum Studienobjekt, das kann man auswendig lernen, dann kann man Prüfungen drüber ablegen. Und meine, das ist jetzt keine Fiktion, das ist so, das ist die Realität in den buddhistischen Ländern. Sogar bei uns, wir haben hier Dhamma-Schul-Quiz gemacht, letzten Samstag und ein paar Wochen vorher. Kleiner Scherz. Aber jetzt mal davon abgesehen, dass die Leute halt als Profis, Dhamma-Profis, gut dastehen wollten, es gibt halt einen anderen Grund, der viel tiefgreifender ist, warum
diese Objektivierungstendenzen da sind. Und das ist natürlich Licht in unserem verblendeten, unwissenden Erleben selbst. Das ist das, wo uns Begehren hintreibt. Wir wollen ja etwas haben, mit dem wir uns identifizieren können. Wir wollen ja etwas haben, worauf man deuten kann. Und da gibt es zwei große Erfindungen gibt es. Einmal Gott, der bestätigt, jawohl, du bist ein ewiges Gegenüber, das uns auf ewig anschaut. Ja, weil wenn ich versuche rauszufinden, was ich bin, zerrinnt mir immer alles zwischen den Fingern. Aber wenn ich euch anschaue, ihr schaut mir relativ solide aus und ich weiß, dass ich in euren Augen auch genauso ausschaue. Also bin ich immer gern mit Menschen zusammen, die bestätigen, dass es mich gibt. Da muss ich dann nicht mehr drüber nachdenken, was bin ich denn nun? Aber ich weiß natürlich, naja, in 100 Jahren seid ihr auch alle tot. Das ist dann auch irgendwie sehr nicht sehr zufriedenstellend. Aber Gott ist ewig. Und der schaut mich als ewige Seele an. Das ist die eine Erfindung. Die andere Erfindung ist eben, die Buddha-Lehre zu objektivieren. Oder so Schlagwörter, absolute Wahrheit. Irgendetwas, woran man sich letztendlich festhalten kann. Der Buddha hat nie das Wort von absoluter Wahrheit verwendet. Er hat gesprochen von höchster Wahrheit, von befreiender Wahrheit, aber nie von einer Wahrheit, die unabhängig ist von Bedingungen. Also es ist sozusagen Maras zweitbester Trick, ist die Dhamma-Praxis objektiv gestalten zu wollen. Da ist jemand, der ist der Buddha-Lehre begegnet, er hatte das gute Glück, in diesem Leben der Buddha-Lehre zu begegnen. Mara kennt ihr alle, ja? Das ist in der buddhistischen Kosmologie ist der Versucher. Also es ist zwar, bei uns ist es Mara ein weiblicher Name, aber im Pali ist es ein männlicher Name, der Versucher. Die Personifizierung unserer Unwissenheit. Sieht die Fälle davon schwimmen. Oh, Buddha-Lehre, gefährlich. Ja, mach mal ein Studienobjekt draus. Mach mal einen zum Gelehrten in Sachen Buddhismus. Und schon ist die Gefahr gebannt. Also das Fazit meiner Überlegungen zu dem Thema Buddhismus eine Wissenschaft. Man kann es als Wissenschaft bezeichnen, wenn man sagt, es geht darum, den Verstand zu benutzen. Das ist eine gute Sache. Man kann es als Wissenschaft bezeichnen, wenn man sagt, die Eigenschaft des Wissenschaftlers des Nachforschens, sich nicht mit fehlenden Antworten zufrieden geben, sondern versuchen herauszufinden, worum sich alles dreht. Das ist auch eine gute Eigenschaft. Von daher gesehen ist es auch eine Wissenschaft. Nur das, was wir versuchen herauszufinden, das, was wir mit, so wie es geworden ist, Yathabhutam, mit Wissen und Schauung, mit Weisheit zu erkennen, das können wir nicht davor uns hinstellen, objektiv, sondern wir müssen es immer auf uns beziehen. Diese Art zu betrachten, ist Buddhismus dann keine Wissenschaft.